Hey, grüßt euch. In dieser Episode geht es ja darum, den Motor wieder ans Laufen zu bekommen bzw. einen Zündfunken zu bekommen. Ob das gelingt oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Ich habe hier jetzt eine Batterie, die voll ist. Die alte ist leer. Das sieht affig aus, wenn ich das hier jetzt reinmache. Deshalb mache ich es nochmal für euch. Oh, let's go! Okay, jetzt habe ich die Batterie reingehoben bekommen. Bin ein bisschen außer Atem, aber was willst du machen? Die Batterie schließe ich jetzt mal schnell an. Dann schauen wir mal, was sich dann tut. Hier sind auf jeden Fall viele Stromabnehmer an der Batterie. Ich denke mir, besser ist diese Katalysatornachrüstung und wie heißt das andere Ding? LPG-Gasanlagen-Gedöns da ist. Ich nehme jetzt einfach hier so eine Zündkerze von einem Roller, um den Zündfunken zu kontrollieren. Weil ich finde gerade keinen Zündkerzenschlüssel. Habe ich irgendwie verschlammt. Ja. Dann mache ich das jetzt raus. Dann hoffen wir mal, dass der Zündfunken bekommt. Aber da muss das scheiß Ding hier halt, ey. Ich hoffe, dass diese Zündkerze hier ganz ist und dass sie einen Zündfunken macht. Werden wir sehen. Wollen wir mal testen. Ich mache jetzt hier das lose Kabel auf die Zündspule drauf. Hier unten das. Das war lose, das war ab. Probieren wir einfach mal aus. Hoffen wir mal, dass es das ist. Bin mir da ziemlich unsicher, ob das wirklich funktioniert. Übrigens, bevor wir das jetzt machen, ich habe hier eine Zündkerze hingelegt, ne? Das filme ich jetzt hier mit meinem Handy und kontrolliere das, wenn ich anlasse, weil sonst sehe ich das ja nicht. So. Kontrollieren jetzt mal hier noch die Nockenwelle, ob die nicht beschädigt ist. Ich habe echt noch nicht reingeguckt. Nö. Das Picobello glatt. Keine Riefe, gar nichts drauf. Sieht gut aus, würde ich sagen. Hätte ich Schlimmeres vermutet bei einem M117, weil die doch gerne hier einlaufen. Der Deckel sieht auch ziemlich gut aus. Und Wasser. Haben wir keins? Ein bisschen. Keine Ahnung. Lass mal einfach mal testen. Haben wir. Alles klar. Riecht das? Wie riecht das Öl? Ölig, nicht nach Sprit. Das ist auch schon mal gut. Testen wir das jetzt einfach mal. Batterie ist angeschlossen. Jetzt werden wir sehen, ob ein Funke kommt oder nicht. Jetzt als nächstes das Kabel von dem Verteiler ab. Und mach da die Zündkerze rein. Einmal. So. Mach nochmal. Nee, stopp. Ich tausche jetzt einfach mal auf Verdacht das Zündsteuergerät. Ich habe zufällig eins hier. Alles klar, also das hier ist das Zündsteuergerät, das ist das. Ich habe jetzt noch eine kleine Idee und zwar kontrolliere ich hier die Kontakte auf Korrosion von der Zündspule und werde die reinigen auf Verdacht. Und wenn hier dann alles fertig ist soweit und dann noch immer kein Funke kommt, dann kontrolliere ich hier diesen Stecker nochmal
der den OT angibt, den Kurbelwellenpositionssensor oder wie das heißt. Ja, kontrolliere ich einfach, was für ein Widerstand da rauskommt. Und dann weiß ich tatsächlich nicht mehr weiter. Masse ist auf jeden Fall bei Motoren sehr wichtig, dass die Zündung und die Steuergeräte alles so richtig läuft. Wenn die mal fehlt, dann läuft der Motor sehr schlecht oder überhaupt gar nicht. Ja, und hier, der Motor läuft gar nicht, vielleicht ist es die Masse. Wollen wir mal hoffen. Das wäre die günstigste Methode. Ich meine, die waren hier dran, weil der Deckel schon ab ist und auf dem Beifahrersitz. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder so, ne? Wer weiß. Ah, das wäre zu einfach, wenn das hier dran liegen würde. Ja, ist schon ein bisschen korrodiert. Könnte man mal entkorrodieren. Die Kontakte sind auf jeden Fall korrodiert. Dann machen wir mal den Finger ab. Ja, hier vorne ist auch korrodiert. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, mache ich mal sauber. Hier die Kontakte hier drin mache ich auch sauber. Oben der Finger ist sauber. Hier auch. Oder gebe oder wie auch immer das heißt. Ist ja jetzt auch egal, wie das Ding heißt. Ja. Sollte soweit passen. Dann mache ich das mal. Oh Mann, ey, das wäre so geil. Das wäre. Oh, hier qualmt es aber ordentlich. Oh, hier ist mir aber jetzt was abgeraucht, du. Oh, 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 oh. Was ist das jetzt? Boah. Boah. Junge, was ist das? Boah. Junge. Boah, das ist aber hier ordentlich heiß geworden, 100%. Was ist das? Warum ist das so? Warum qualmt es da? Das ist aber ordentlich heiß geworden, ne? Wahnsinn. Qualmt wieder, siehst du? Ja. Es qualmt wieder. Das fängt hier oben auch an. Scheiße. Ja, keine Ahnung, was das ist. Irgendein Kabel. Scheint hier auf jeden Fall. Eieieiei. Ah ja, hier, da siehst du ja. Ah, oh, fuck, ey. Ja, gut, ne? Da ist ein komplett. Ich weiß jetzt nicht. Also, das Kabel hier wird scheinbar sehr heiß. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe es hatte. Isolierung ist ja ab. Hm. Schlecht. Jetzt ist wenigstens der Aschenbecher hier montiert. Auch wenn das so ziemlich die unwichtigste Sache ist in dem ganzen Auto, ja. Da oben das Lämpchen funktioniert auch. Eigentlich funktioniert fast alles. Was ist das? Ja. Das hatte doch vorher immer geleuchtet. Wieso leuchtet das jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Warte mal. Das Schiebedach hatte auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber es funktioniert. Jetzt. Sehr langsam, aber es funktioniert. Ich glaube, ich baue das aus und reinige das. Da vorne qualmt schon wieder. Am Motorraum. Das ist echt nicht normal. Irgendwas ist da im Argen. Alter, guck dir das an. Übelst. Meine Güte, bin ich dumm. Alter, ich habe die Kabel verdreht. Ich habe die Kabel verdreht. Hier. Ich habe hier Masse auf Plus und Plus auf Masse oder so. Ach, fuck, ey. Ich bin auch dumm, ne? Ich
bin wirklich dumm. Ich hab's einfach nicht gecheckt. Alter. Deshalb glüht das sich allen ab, ey. Kein Wunder. Jetzt kann ich das mit Kabel neu legen. Das ist ja nervig. Wie nervig ist das denn? Oh Mann, ey. Oh, mir hätte das schon auffallen müssen, ne? Vorhin habe ich mir gedacht, was ist das für ein großes Loch für so ein M6? M6-Dingen, ne? Oh Mann, ey. Oh. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie dumm ich bin, ey. Meine Güte. Jetzt kann ich diesen ganzen Kabelbaum neu machen. Zumindest von der Sicherung her. Von der Sicherung bis zur Spule. Irgendwo da habe ich es ja versaut. Ich habe jetzt hier meine alte Zündspule ausgebaut. Ja? Die werde ich jetzt tauschen gegen eine, wo ich 100% weiß, dass die funktioniert. Und wenn das dann noch nicht läuft, dann werde ich hier auch noch diesen Kurbelwellensensor, den OT-Geber quasi, also der den OT, den oberen Totpunkt von der Kurbelwelle abnimmt, vom Zahnkranz, werde ich dann auch noch testen und austauschen. Und wenn es an den ganzen Sachen nicht liegt, die funktionieren nämlich, da muss irgendwo irgendein Kabel defekt sein oder so, weil ja, was anderes bleibt dann nicht mehr übrig. Also, lass mal jetzt hier die Zündspule testen. Am liebsten hätte ich es, wenn es die Zündspule wäre, weil das ist das günstigste Teil. Die Zündspule war es nicht. Jetzt prüfen wir noch mal hier den Nockenwellen-Hans da, ne? Wenn es das nicht ist, verstehe ich es gerade echt nicht. Ich check's gerade echt nicht so ganz. Dann mache ich jetzt hier halt den Kurbelwellensensor noch neu. Tausche ihn aus, mal gucken, ob es das ist. Das ist der übelste Krampf hier, ne? Also hier kommt man wirklich nicht durch, vor allem nicht mit solchen Händen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das rein soll. Mann! Alter! Meine Güte. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe jetzt gerade hier den Kurbelwellensensor mit einem Brecheisen rausgeholt. Von hier der Seite, von der anderen Seite habe ich es auch nicht hinbekommen. Ich habe da schon am Sensor alles Mögliche gemacht. Den eingeölt. Ich habe von unten mit dem Hammer gegengeschlagen. Ich war unterm Auto. Dann habe ich. Oh, oh. Oder? Ah, Scheiße, der ist abgebrochen. Scheiße. Was machen wir jetzt? Der Sensor ist abgebrochen. So sieht der Original aus. Und so sieht der hier jetzt aus. Ich habe ihn einfach nicht abbekommen. Keine Ahnung warum. Also, ich weiß es nicht. Der war einfach bombenfest. Ich habe ihn jetzt mit dem Brecheisen abgemacht. Jetzt ist er wenigstens ab. Aber, nee, keine Ahnung. Was mache ich jetzt mit dem Rest vom Sensor? Der steckt da noch drin. Da unten. Könnt ihr es sehen? Na, da. Da unten steckt er noch drin. Da. Wie hole ich das jetzt raus? Ist ja scheinbar fest. Ich krieg langsam einen Affen. Nicht, dass ich einen Motor oder das Getriebe ausbauen muss. Nur für diesen kleinen Drecksensor. Das muss doch eigentlich leichter gehen. Ich habe den versucht mit der Gripzange rauszuholen, ne? Alles Mögliche. Hat einfach nicht funktioniert. Der war zu fest. Man konnte ihn drehen, aber nicht abziehen. Keine Ahnung. Das sieht ein bisschen riskant aus. Ich habe jetzt extra die Kamera an, weil ich vermute, dass hier was passiert. Ich hoffe aber nicht. Alter, ich schieße nicht nochmal.
Ich habe etwas Schiss, noch weiter zu pumpen. Der Wagen, der kippt sich immer weiter auf Seite. Der Wagenheber auch. Gerade eben hatte ich schon so ein Erlebnis. Da war der Heber hier drunter. Hat da oben das auch schon so ein bisschen verbogen. Das gerade, jetzt könnt ihr vielleicht ungefähr abschätzen, wie gerade der Boden ist. Ich habe echt Angst. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das ist schon Maximum. Der nächste Tag und es sind wieder ein paar Pakete gekommen, unter anderem der Hertha für den Klarlack und dieser Karton mit ein paar Blechen. Was für Bleche sind das? Das sind die äußeren Radhäuser bzw. Kotflügel, was auch immer, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das sind sie. Mal sehen, wie die sind von der Passgenauigkeit her. Hier ist auf jeden Fall die Qualität nicht so schön an dieser Stelle. Wenn wir sehen, was ich damit mache, wie ich die anpasse, was ich da abschneiden werde und dran lassen werde. Morgen bekomme ich höchstwahrscheinlich ein Punktschweißgerät von einem Kollegen. Und dann werde ich das damit ja, bearbeiten und mit dem Mic-Mac-Schweißgerät natürlich auch. Des Weiteren haben wir jetzt hier die Böcke. Und der Wagen steht ja jetzt nicht komplett auf den Böcken drauf. Wie kriege ich das jetzt hin, dass wir die Böcke da richtig drunter bekommen? Das hat mir auch ein Kollege gesagt. Und zwar, das mache ich jetzt. Wollen wir mal hoffen, dass das funktioniert. Ne? Jetzt versuche ich mal hier hinten die Getriebeglocke zu lösen. Wird wahrscheinlich wieder ein Riesenspaß. Jawohl. Geil. Wie habe ich das jetzt gemacht? Und zwar, ich bin mit dem 17er dran gegangen und habe hier oben den zweiten Schlüssel hier eingehangen, damit ich einen größeren Hebel habe. So, sieht noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Schön rot, nicht braun oder schwarz. Da die Scheibe hier hinten wegmachen. Und dann machen wir die Kardanwelle nach hinten und hoffen, dass das Getriebe weit genug nach hinten geht. Komm ab da! Jetzt geh da ab! So. Okay. So, jetzt hier hinten noch. Alter, war das eine schwere Geburt. Jetzt hier hinten noch diesen komischen Tunnel wegmachen. Wenn ich die Kardanwelle tiefer bekomme. Nach einer halben Ewigkeit bin ich jetzt soweit. Ich glaube, ich kann das Getriebe ja jetzt lösen. So, jetzt geht's endlich voran. Jetzt kann ich endlich dran an diesem Driss, wo ich... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Endlich. Digga, endlich. Für hier dieses blöde kleine Teil da drinnen, was da drinnen feststeckt, musste ich jetzt das Getriebe lösen, den Anlasser rausmachen, die Kardanwelle lösen und abmachen, die Hardyscheiben abmachen. Was muss ich noch? Alle möglichen Halter abmachen. Für dieses blöde Ding. Normalerweise kann man das nach oben hin rausziehen. Aber ihr seht, das Ding ist fest. Jetzt werden wir sehen, wie fest das wirklich ist. Meine Güte, ey. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Ne? Jawohl. Da ist das Drecksteil. Jetzt sehen wir hier auf jeden Fall, wie viel Korrosion da drin war. Ja, ich hatte das Ding komplett eingeölt gehabt. Es ging trotzdem nicht raus. Ja, jetzt geht es noch immer nicht rein und raus. Ich werde jetzt hier einmal reinigen und dann das neue versuchen erstmal reinzuschieben, ob es so easy reingeht. Dieses Teil hat mich jetzt 2 Tage Arbeit gekostet. Ich habe es jetzt rausbekommen, das ist das Teil von dem Positionsgeber von der Kurbelwelle, der das Signal an das Zündsteuergerät gibt. Jetzt das neue. Geht so rein, schmatzend, saugend oder wie man sagt, ja. Geht so rein, raus, genauso muss das sein. Das andere habe ich ja überhaupt nicht rausbekommen. Das war total fest korrodiert. Keine Chance. Mit dem Brecheisen habe ich es ja versucht abzumachen. Dabei ist es hier oben abgebrochen, aber erst dann halt lose gegangen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie fest das in echt war. Jetzt mache ich das Ganze wieder fest, baue das Getriebe wieder dran, Kardanwelle und so weiter, Anlasser. Dann mache ich das Teil dran und dann wollen wir hoffen, dass ein Zündfunke kommt und eventuell auch der Motor anspringt.
nochmal. Jetzt ist alles angeschlossen soweit. Hoffe ich. Jetzt hoffen wir, dass die Kiste anspringt. Ja, ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen quasi Startpilot rein. Falls der das braucht, der stand ja jetzt 5 Jahre oder so. Mal gucken, ob er anspringt. Daumen drücken. So. Komm. Ja. Nochmal! Was hast du denn jetzt hier ändert? Also ich habe jetzt hier nochmal das Benzinpumpenrelais getauscht. Und jetzt funktioniert der Wagen scheinbar. Aber wir haben noch ein Problem, und zwar eine Leckage. Ja, da hat der Vorbesitzer nicht so richtig festgezogen. Das werde ich jetzt auffangen und mal festziehen. Den Driss mit einer neuen Schlauchschelle. Die Schlauchschelle ist scheinbar nicht die beste. Ja. Wollen wir mal sehen, ob die hier das ja, irgendwie besser macht. Ja. Weil das ist auch. Boah, fuck. Das ist auf jeden Fall, das geht gar nicht. Ne? Komm und. Jawohl. So. Räudiges Zeug, ey, ich hasse Benzin. Also Benzingeruch braucht man echt nicht. Uah, meine Augen. Ob die Karre läuft oder nicht. Okay, ist drin. Ah! Machen wir ein bisschen Startpilot rein. So, und jetzt. Sagen, das war ein voller Erfolg. Der Wagen läuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr endlich mal ein Abo da lassen, weil 70% meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Wenn euch dieses Projekt hier und die E-Klasse und so weiter noch interessieren, dann abonniert meinen Kanal, liked das Video, kommentiert und so weiter. Damit unterstützt ihr mich, meinen Kanal. Damit kann ich die Projekte hier besser umsetzen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.